Ich bin angekommen in Santiago de Compostela und ich suche mir jetzt den Weg durch die kleinen Gassen zur Kathedrale. Ich denke, der größte Teil der Pilger wird an diesem Dudelsackspieler jeden Tag aufs Neue vorbeikommen. Fasziniert von der Kathedrale und deren Schönheit, jedoch stört eindeutig dieses Baugerüst und dieser extreme Lärm. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es in Santiago de Compostela so laut ist und so viel Tourismus herrscht. Also ich bin total überrascht. Und da der Lärm gerade total nervt, suche ich erstmal meine Pension auf. Und da ist es, das wunderschöne Einzelzimmer, was ich für 2 Tage gebucht habe. Pro Tag zahle ich hier 30 Euro ohne Frühstück. Aber ich bin total begeistert von dem Preis, weil diese Pension wirklich nur 5 Minuten von der Altstadt entfernt liegt. Am Anfang hatte ich so meine Schwierigkeiten am Eingang, weil ich dachte, ist das jetzt die falsche Adresse? Weil diese Pension ist eine komplette Etage, die in der 8. Etage liegt von einem Hochhaus. Aber seht selbst, alles top, alles neu. Matratzen waren super. Ich habe wunderschön geschlafen und vor allen Dingen, es ist immer wieder schön, in so ein schönes Bad zu kommen. So, den Namen will ich natürlich auch nennen. Und zwar handelt es sich hier um die Pension PR La Paz. Irgendwann nervt's, oder? Mich haben die ganzen Dudelsackspieler langsam genervt. Ich stehe zwar auf Musik, aber es ist nicht unbedingt mein favorisiertes Instrument. Ich genieße jetzt den schönen Stadtpark am Rande der Altstadt und ich nehme euch mit auf diesen kleinen Rundgang. Wirklich toller Park. Für mich geht's jetzt in die Kathedrale zur Messe und ich schaue mir jetzt natürlich noch die Kathedrale ausführlich an.
Dieser Gesang hat mich tief berührt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und schaltet wieder ein für den zweiten Teil von Santiago de Compostela. Vielen Dank, eure Isen. Thank you.